Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich habe ja in einem anderen schon mal gezeigt, wie du einen Vanish Unleashed Server auf Windows aufsetzen kannst und dementsprechend dort einen Dedicated Server in Betrieb nehmen kannst. Ja, ein Windows Server ist ein bisschen teuer auf Dauer im Monat zu bezahlen, wenn er im Rechenzentrum steht. Warum also nicht Linux? Einen Battlefield 3 Dedicated Server können wir auf Linux betreiben, ist aber nur mit ein bisschen mehr Aufwand möglich und eigentlich eher so eine Art Bastellösung, statt wirklich voll und ganz stabil. Gut, der Server ist schon eine Bastellösung an sich, aber wenn wir das Ganze dann nachher auf Linux aufsetzen, ist es nochmal eine Bastellösung drüber. Denn das Ganze können wir mit Wine in Betrieb nehmen, zumindest der Battlefield 3 Dedicated Server an sich. In diesem Video zeige ich dir, wie du den ganzen Server aufsetzen kannst. Eine Vorwarnung vorab, ich habe das Ganze momentan schon erfolgreich, allerdings mit ein paar kleinen Einschränkungen auf Ubuntu 18.04 LTS getestet und wirklich mehr oder weniger stabil mit Debian 10. Es geht auch mit anderen Betriebssystemen, du musst dann nur selbst dafür sorgen, dass Wine dort korrekt drauf installiert werden kann und funktioniert. Ansonsten stößt du hier sehr schnell auf Probleme. Eine ausführliche Anleitung inklusive aller Befehle findest du auch unten in der Videobeschreibung als Link. Die gibt es nämlich auf meiner Homepage und ich empfehle auch auf jeden Fall dort drauf zu klicken. Dort findest du auch hier dieses Video, denn dort sind auch diverse Befehle jetzt gleich vorhanden, die ich nicht in die Videobeschreibung packen kann. Deshalb musst du sie von dort eben abkopieren. Wir beginnen erstmal mit der Vorbereitung, denn wir brauchen als erstes einmal Battlefield 3 auf unserem normalen PC, wo wir spielen. Inklusive dem Woo-Client, das müssen wir gestartet haben und im Spiel einen Soldat erstellt haben, inklusive eben Account. Das Ganze kriegen wir auf Linux nicht hin, deswegen brauchen wir auf jeden Fall hier mal einen Windows-Rechner, wo wir das Spiel ganz normal, so wie es eben ist, starten können und uns dann dort einen Account erstellen können. Ist dies getan, können wir weitermachen. Denn wir brauchen jetzt noch einen Server-Key, den wir dann eben auf unseren Server packen, damit wir den Server auch im, ich nenne es mal, offiziellen Modus starten können. Dazu gehen wir hin auf die Woo-Webseite, drücken dann hier oben auf Login und melden uns mit unseren Zugangsdaten dann hier einmal an. Dann gehen wir hier auf der rechten Seite auf Manage Server Keys und dann habt ihr hier in der Regel noch eine Eingabebox, wo ihr dann einen Key erstellen könnt. Ihr könnt hier noch einen Namen angeben, den es euch dann hier zum Beispiel anzeigt, damit ihr eben wisst, wo ihr zum Beispiel den Server-Key verbraten habt. Ihr könnt hier irgendwas eintragen, es ist vollkommen egal was. Das erscheint nachher nicht im Server-Browser und so heißt euer Server auch nicht. Das ist einfach nur eine Info für euch. Dann drückt ihr auf Key erstellen und wenn das getan ist, könnt ihr diesen runterladen. Ich drücke jetzt hier auf Download und lade mir das Ganze einmal runter, also server.key und speichere das kurz ab. Das war es eigentlich jetzt schon. Die Woo-Webseite brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr, deswegen können wir hier weg und ja, jetzt nun eben die Anleitung hier Schritt für Schritt durchgehen. Wir gehen einfach hin und scrollen hier ein bisschen weiter runter, bis wir hier zum Setup für Linux kommen. Und hier habe ich jetzt eben das Setup einmal niedergeschrieben für eine Debian-Distribution, also Debian 10 oder Ubuntu oder Linux Mint oder was auch immer. Wenn ihr eine andere Distribution habt, dann müsst ihr eben die Befehle unter Umständen etwas anpassen. Bevor wir aber loslegen, was braucht unser Server, dass er richtig läuft? Er sollte mindestens eine Dual-Core-CPU haben, also zwei CPU-Kerne zugewiesen, auch bei einer virtuellen Maschine. Ein CPU-Kern sollte mindestens so Pi mal Daumen 2,5 GHz haben. Wenn du nicht weißt, wie schnell er ist, frag bei deinem Host danach. Dann sollten wir mindestens 2 GB Arbeitsspeicher haben, dass wir den Server überhaupt mal sinnvoll starten können. Wine allein und die Komponenten hier brauchen knapp 700 MB allein schon für sich und dann braucht der Server ja noch ein paar MB Arbeitsspeicher. Deswegen mit 1 GB sind wir definitiv zu gering unterwegs. Mit 2 haben wir zumindest schon mal einen guten Start. Wer dann nachher noch Procon drauflaufen lassen möchte, der braucht Minimum 2 oder mehr GB RAM. Dann brauchen wir natürlich noch ein bisschen Festplattenspeicher. Hier brauchen wir einmal das komplette Spiel, also so rund 30 bis 40 GB und dann eben ein paar MB pro Server. Je nachdem, wie viel Mods du noch reinknallst, eben ein paar MB mehr. Wir gehen hin, schalten uns auf unseren Server auf via SSH. Ich kann das Ganze hier direkt über ein Terminal im System selber machen. Ich verwende hier Linux Mint. Ich rate euch auch, hier ein Linux gleich zu verwenden, denn wir müssen noch eine grafische Oberfläche uns reinbeamen lassen, damit wir zum Beispiel Wine und die passenden Treiber sauber installieren können. Ich habe es leider nicht geschafft, alles über die Terminal-Sachen zu lösen. Deswegen brauchen wir hier am besten ein Linux-System, wo wir dann den Server einmal mit grafischer Oberfläche abgreifen können. Ich zeige euch gleich, was es ist. Es funktioniert hier drauf einfach nur besser.
Mit Windows kann man es vielleicht auch irgendwie hinkriegen. Ich habe es bisher noch nicht geschafft. Mehr dazu später. Ich empfehle aber euch jetzt gleich ein Linux-System noch aufzusetzen, wenn auch in der virtuellen Maschine, und dann löscht ihr es danach direkt wieder. Einfach nur deswegen, weil wir nachher noch einen Mausklick leider tun müssen. Wie ihr eine virtuelle Maschine aufsetzen könnt, habe ich schon mal in einem anderen Video gezeigt. Schaut es euch gerne an, wenn es euch interessiert. Wir loggen uns jetzt erstmal auf unseren Server ein. Ich mache das Ganze hier in meinem lokalen Netzwerk, deswegen habe ich jetzt hier eine lokale IP-Adresse. Kann jeder auch bei sich zu Hause machen und von zu Hause aus eben hosten. Logge mich kurz ein. So, ich habe jetzt hier ein Debian 10. Damit habe ich es zumindest ganz gut erfolgreich momentan testen können. So, ich bin jetzt hier angemeldet als User. Wir müssen ja ein paar Pakete nachinstallieren. Deswegen hole ich mir mal kurz die Root-Rechte. Da haben wir jetzt den Root-Account und jetzt können wir hier eigentlich erstmal Copy und Paste machen. Sprich, erstmal hier die benötigten Pakete nachinstallieren. So, fügen wir das ein, schicken das einfach ab. Das Ganze wird jetzt installiert, kann je nachdem, wie schnell dein Server ist, einen kleinen Moment dauern. Ich habe jetzt hier so einen leichter Overkill-Rechner zumindest für den Server. Ich habe jetzt 12 CPU-Cores und 8 GB RAM. Von dem her ganz gut für einen Battlefield 3-Server. Als nächstes müssen wir unserem normalen Nutzer, den wir hier haben, gegebenenfalls noch in die Sudo-Gruppe mit aufnehmen. Einfach deswegen, weil wir mit dem normalen Nutzer zum Teil dann Sachen ausführen müssen, die eben nur mit Sudo korrekt funktionieren, damit hier nichts abstürzt. Sudo haben wir ja auch hier oben installiert. Sprich, wir gehen einfach hin, kopieren hier den Befehl ab und fügen den einfach hier ein und ersetzen hier dieses User gegen euren Nutzer, mit dem später der Game-Server gestartet werden soll. Ich mache das Ganze mit dem Benutzer-User, deswegen passt das bei mir. Wenn ihr einen anderen Namen habt, zum Beispiel Game-Server oder was auch immer, dann tragt den hier ein. Wir drücken einfach Enter, sollte kein Feedback kommen. Wir sollten dann die Eingabeaufforderung direkt wieder erhalten. Als nächstes müssen wir noch einen Reboot ausführen und oder einfach uns nochmal neu per SSH anmelden, damit die Gruppenrichtlinien hier dann neu gezogen werden. Da ein Reboot immer gut ist und Reboots immer gut tun, machen wir das Ganze kurz. Also Reboot. Wir werden kurz aus dem Server rausgeworfen. Dann schalten wir uns wieder auf. Wunderbar. Und werden auch direkt wieder root. Der nächste Schritt wird nun sein, Wine zu installieren, denn das ist ja kein Emulator, aber wir können damit nachher Windows-Programme ausführen. Und der Server selber ist eben in .NET, glaube ich, geschrieben. Deswegen brauchen wir hier Windows-Komponenten, damit das Ganze sauber funktioniert. Wir gehen also hin, fügen erstmal die 32-Bit-Architektur, also i386, hinzu, schicken also den Befehl einfach ab. So, kommt auch kein Feedback. Als nächstes holen wir uns noch die nicht ganz freien und nicht ganz quelloffenen Pakete mit hinzu. Kriegen wir mit diesen beiden Befehlen hier hin. So. Und dann holen wir uns den aktuellen Wine-Key. Das kriegen wir mit dem Befehl hin. So, geht ganz fix. Wir fügen den Key einfach dann hinzu. Kriegen wir mit dem Befehl hin. Auch in Ordnung. Holen uns dann hier die aktuelle Paketliste, beziehungsweise den Link dazu. Abschicken. Wunderbar. Und kopieren das Ganze mal noch kurz ins korrekte Verzeichnis. Auch wunderbar. Dann können wir noch die Datei löschen. Und nun müssen wir noch ein paar Pakete von OpenSUSE hinzufügen, die eben jetzt benötigt werden, dass Wine hier korrekt funktioniert. Deswegen hier den ganzen Befehl hier bis zu dem Minus, inklusive das Minuszeichen hier hinten, kopieren, einfügen, abschicken. Okay. Und das Ganze mit dem Befehl darunter auch. Alles hier kopieren, bis zum Ende hin und abschicken. Okay. Als nächstes müssen wir unsere Paketquellen updaten, also apt-update. Okay, dann holen wir hier den nächsten Befehl. Damit installieren wir jetzt WineHQ in der stabilen Version. Das reicht vollkommen aus. Also abschicken. Und das kann jetzt, je nachdem, wie schnell dein Server ist, einen kleinen Moment in Anspruch nehmen. Währenddessen könnt ihr auch schon im Hintergrund hingehen und hier
den nächsten Befehl abkopieren. Damit installieren wir nochmal eben Wine in einer normalen Version, Wine64, Wine32 und Winebinds sowie WineTrix. Die letzten paar sorgen einfach nur dafür, dass wir nachher weniger Fehlermeldungen bekommen, wenn wir welche bekommen. Und nur mit diesen Paketen habe ich zumindest geschafft, den Server an sich zu starten. So, das Ganze ist installiert, also schicken wir direkt hier den Befehl hinterher mit den ganzen Zusatzpaketen. Bestätigen wir das Ganze nochmal und lassen das kurz durchlaufen. Bei der Abfrage hier mit Samba und Hilfsprogrammen sagen wir, ja, okay, passt. Und weiter geht's. Dann können wir auch schon hingehen, während das im Hintergrund durchläuft, den nächsten Befehl hier abkopieren. Und einfach abschicken. Nun gehen wir hin und geben diesen Befehl hier ein. Allerdings geben wir das als normaler Nutzer ein. Sprich, wir gehen wieder hin und loggen uns jetzt hier aus mit dem Root-Account, sprich einmal Exit. Dann bin ich hier wieder mein ganz normaler User, auf dem ich ja den Game-Server installieren möchte. Hier ist er dann eben mit einem anderen Nutzer unterwegs. Und fügen dann hier eben diesen Befehl hier ein, sprich den kopieren, hier einfügen, Enter. Was macht der? Er haut jetzt ein paar Errors raus, aber das macht nichts. Das liegt einfach daran, dass wir hier nur eine Terminal-Version haben ohne grafisches Interface. Deswegen hat hier Wine ein bisschen Panik, aber das passt. Aber er legt auch hier im Home-Verzeichnis des Users eben den Ordner .wine und diverse Konfigurationen an. Das ist jetzt eben nur unter diesem Nutzer aufrufbar und mit keinem anderen. Wenn ihr einen anderen Benutzer nehmen möchtet, dann reicht es jetzt, da, wenn ihr hingeht und einfach diesen Befehl hier mit dem anderen Nutzer nochmal abschickt. Jetzt wird es ein bisschen bescheiden, denn jetzt brauchen wir eine grafische Oberfläche, aber wir haben keine auf unserem Server und ich sehe es auch nicht ein, eine zu installieren, nur für das bisschen. Jetzt kommt nämlich Linux ins Spiel und damit können wir auch eben uns die grafische Oberfläche quasi wie Remote Desktop anzeigen lassen für ein spezielles Programm, was wir jetzt brauchen, denn wir brauchen jetzt .NET Framework und das Programm hakt ab und zu mal mit der Installation und den Silent-Parametern, die das Setup eben haben, damit wir das Ganze über das Terminal installieren können. Deswegen habe ich am Anfang gesagt, wäre jetzt hier Linux gut. Ihr seht jetzt auch warum. Wir gehen hin und passen die SSHD-Konfiguration kurz an. Das ist nur kurz für Setup, müssen wir nur einmalig tun. Sprich, wir schicken den Befehl hier ab, geht auch jetzt als User. Wir sind ja in der Sudoers-Gruppe, ja, wir geben nochmal das Passwort ein. Zack. Hier suchen wir jetzt, wie ich es hier niedergeschrieben habe, nach X11. Forwarding, also Steuerung W, fügen wir das Ganze kurz ein und suchen danach, dann kommen wir hier raus, X11 Forwarding, steht aktuell auf Yes, laut meiner Anleitung muss das auch auf Yes stehen. Wir brauchen aber die zwei Zeilen drunter noch, sprich Display Offset und Use Localhost. Wir gehen also hin und kommentieren die Sachen einfach wieder raus, dass die eben aktiv sind, sprich die Raute, Hashtag, Gartenzaun oder was auch immer eben wegnehmen. Darunter dann auch. Und dieses Yes hier muss gegen ein No ausgetauscht werden. Hat einfach den Vorteil, der Server hört jetzt auf alle Verbindungen und wir können dementsprechend den Server auch im Rechenzentrum erreichen. Wenn hier nur ein Yes dran stehen würde, dann könnten wir nur lokal auf dem Rechner selber dann das Ganze nutzen. Das wäre ja dann ziemlich sinnbefreit. Wir speichern das Ganze ab, also Steuerung X, einmal mit Y bestätigen und Enter drücken. Und dann müssen wir hingehen und SSH einmal neu starten, also sudo systemctl restart sshd. Abschicken, zack, wurde neu gestartet. Wir kriegen das gar nicht mal im Terminal mit, das ist wunderbar. Und dann müssen wir hingehen und uns komplett einmal abmelden von unserem System, also von unserem Server. Sprich, ich gebe nochmal ein Exit ein. Und bin jetzt hier wieder auf meiner lokalen Linux Mint Maschine unterwegs. Wir loggen uns jetzt erneut auf unserem Server ein, geben aber als Zusatzparameter ein minus x mit. Damit können wir hier diesen X11 Kram hier forwarden, also auf unserem hier aktuellen System dann anzeigen lassen. Sprich, wir kopieren den Befehl hier, fügen dahinter noch die Adresse ein, drücken dann Enter und verbinden uns ganz normal mit SSH. Sind ganz normal per SSH nun auf unserem Server aufgeschaltet. Bisher alles normal. Nun gehen wir hin und laden uns eben .NET Framework herunter, beziehungsweise VC Redist in der 32-Bit-Version. Das braucht der Battlefield 3 Server, dass er funktioniert. Wir machen das Ganze mal ins Temp-Verzeichnis, sprich wir wechseln mal in cd temp und laden hier
das Setup einmal herunter, den wget-Befehl einfach einmal abschicken, lädt dann herunter, ist nicht allzu groß. Und das führen wir jetzt mit wine aus. Also wine, dann den Pfad zum Setup und abschicken. Und jetzt kommt das Magische. Wir erhalten nun quasi die grafische Oberfläche des Servers. Das hier ist nicht mein System, das ist der Server. Und wir haben jetzt nun die Möglichkeit, hier das ganze Setup einmal durchzuklicken. Sprich, wir drücken hier auf Weiter, ja, stimmen leider den Lizenz, bla bla hier zu und drücken auf Installieren. Das hier funktioniert leider nicht unbedingt immer per Silent-Befehl, also mit slash Q. Deswegen machen wir das hier so. Somit kriegen wir das zumindest einmalig hier jetzt sauber installiert. Wir sehen hier ein paar Errors im Hintergrund, das macht nichts. Das ist in Anführungszeichen normal. Es funktioniert dennoch. Wir drücken dann hier auf Fertigstellen und das war's jetzt. Wir können dann hingehen, das Setup löschen. So. Und wer möchte, kann jetzt die SSHD-Konfiguration wieder anpassen. Sprich, wir gehen wieder hin in unsere SSHD-Konfiguration. Suchen dann hier nach unserem X11-Forwarding. Kommentieren das Ganze hier einfach wieder aus. Speichern das ab. Starten SSH noch einmal neu. So. Damit ist es auch wieder abgesichert und wir können jetzt keine grafische Oberfläche mehr beziehen. Als nächstes installieren wir uns den Woo-Client. Sprich, wir gehen hin und legen eben irgendwo mit unserem normalen Benutzer nun ein paar Ordner an, die wir einfach brauchen. Standardgemäß ist es so, dass wir hier für den Woo-Client dann extra Ordner anlegen, den nennen wir einfach Woo. In den einen kommt der Client selber rein und in den anderen nachher unsere Serverkonfiguration. Sprich, wir kopieren einfach hier die Befehle ab, schicken die einfach ab. So. Und wenn wir dann da ins Home-Verzeichnis gehen, dann haben wir hier jetzt den Ordner Woo mit dem Ordner BF3, da kommen wir gleich dazu. Und darin haben wir jetzt die beiden Ordner Client und Instance. Wir gehen dann in den Ordner Client, also CD Client, und laden uns hier das aktuelle Setup des Woo-Clients herunter, sprich wget und dann den Link zum Client abschicken. Wird kurz runtergeladen, sind dieses Mal ein paar mehr MB. Und dann gehen wir hin, entpacken das Ganze einfach. Also einmal unzip und dann eben der Dateiname woo.zip. Wird kurz entpackt und dann können wir auch das Setup direkt wieder löschen, beziehungsweise das ZIP-Archiv. So. Wunderbar. Dann habt ihr ja schon gesehen, es gibt bei mir einen Ordner BF3. Den habe ich schon mal angelegt in meinem Home-Verzeichnis. Hier seht ihr eben den Ordner BF3. Gehen wir hier rein. Habe ich hier jetzt schon mal meine ganzen Spieldaten reingeladen. Einfach nur zur Vorbereitung, weil das ein bisschen länger geht. Ihr müsst jetzt hier den Ordner BF3 anlegen. Befehle haben wir hier. Mkdir BF3. Und hier rein zum Beispiel mit FileZilla über SSH die ganzen Spieldaten von Battlefield 3 reinladen. Deswegen braucht ihr dort eben einen Windows-PC, wo ihr euer Spiel zum Beispiel über Origin runtergeladen habt. Und dann dementsprechend könnt ihr hingehen und alle Spieldaten von eurem PC eben auf den Server hochladen. Das geht leider nicht anders, denn wir können jetzt hier schlecht Origin auf dem Server starten. Deswegen müsst ihr es halt so machen. Müsst halt mal dementsprechend ein paar Gigabyte hochladen und seid vielleicht dann mal ein paar Minuten oder Stunden damit beschäftigt. Das müssen wir aber nur einmal machen. Die Spieldaten brauchen wir nur einmal auf dem Server. Deswegen ist es zum Glück auch nur ein einmaliges To-Do. Nachdem ihr dann alle Spieldaten hier in den Ordner hochgeladen habt, können wir weitermachen. Ich habe hier auch mal noch auf der Webseite niedergeschrieben, wie es dann eben auszusehen hat. Also wir haben hier den BF3-Ordner und dann sind hier die Unterordner drin, inklusive den Daten, die eben so noch direkt im Hauptverzeichnis drin sind. Wir müssen als nächstes das Spiel aktivieren. Das hat einfach den Hintergrund, dass wir eben damit verifizieren, wir haben die Spieldaten, wir haben einen Account, der das Spiel legal besitzt und dementsprechend kann hier keiner irgendwo wem an Karren fahren, von wegen man hat es gecrackt oder so. Deswegen brauchen wir hier diesen Befehl, der hier aktiviert eben das Spiel. Bevor wir das aber abschicken können, müsst ihr eure Zwei-Faktor-Authentifizierung bei eurem Origin-Account deaktivieren. Denn mit Zwei-Faktor-Authentifizierung funktioniert es nicht. Ihr müsst also kurzfristig die Zwei-Faktor-Authentifizierung rausnehmen. Später könnt ihr sie wieder reinmachen, kein Problem. Nur zur kurzfristigen Aktivierung des Servers muss sie draußen sein. Wir gehen also hin, fügen das hier ein.
und ersetzen hier die E-Mail-Adresse durch die E-Mail-Adresse unseres Origin-Accounts und das Passwort eben durch das Passwort unseres Origin-Accounts. Das werde ich jetzt mal kurz machen. Nachdem ihr dann das alles abgeschickt habt, ich habe jetzt hier eben alles zensiert, dass ihr hier nicht meine Zugangsdaten seht, aber wir sollten hier dann die Information bekommen, dass es einmal versucht wird eben zu aktivieren und dann schlussendlich das Spiel aktiviert wurde. Ist hier jetzt noch irgendwo ein Error drin, dann müsst ihr eben das Ganze nochmal von vorne machen. Ich empfehle hier, wenn es möglich ist, den ganzen Server frisch zu installieren, da in der Regel dann ab diesem Punkt hier irgendein Problem mit der Wine-Installation aufgetreten ist und dementsprechend die Aktivierung nicht durchlaufen konnte. Ich habe es schon versucht, irgendwie um die Sachen dann rumzukommen, weil ich auch in die Fehler gekommen bin. Mir hat dann schlussendlich nur eine frische Installation des Betriebssystems geholfen und frisch von vorne anfangen. Falls ihr eine Möglichkeit habt, diese Fehler besser zu umgehen, lasst es mich wissen. So, ich gebe jetzt hier mal kurz ein Clear ein, weil dann muss ich hier nicht so viel zensieren, wo mein Passwort steht. Und dann können wir weitermachen. Als nächstes müssen wir ein paar Ordner anlegen, die unter Umständen nicht automatisch korrekt erstellt wurden. Und zwar müssen wir in unser Instanz-Ordner, wo wir dann eben die Serverdaten reinladen für unseren Dedicated Server, noch ein paar Ordner erstellen, die jetzt hier eben nicht automatisch auf Linux erstellt wurden, weil wir eben keine grafische Oberfläche haben und kein normales Setup vom Client. Deswegen gehen wir hin und kopieren hier einfach die Befehle und schicken die einfach einmal ab. Jetzt haben wir nämlich noch die drei Ordner eben erstellt, die normalerweise das Setup des Woo-Clients erstellen würde. Wunderbar. Nun müssen wir hier noch drei Textdateien anlegen, die eben die Konfiguration des Servers enthalten. Deswegen legen wir die kurz an. Einfach mit dem Touch-Befehl werden die Daten einfach blank angelegt. Wir bearbeiten die gleich. Und wir beginnen jetzt tatsächlich mit der Konfiguration des Servers. Als erstes editieren wir die Startup.txt. Also rufen wir den Editor Nano auf und die Instanz, die wir eben bearbeiten wollen, den Ordner Admin und dann eben die Startup.txt und fügen hier nun unsere Konfiguration ein. Ich habe jetzt hier auf meiner Homepage schon mal eine Beispielkonfiguration hochgeladen, die kannst du gerne nehmen. Einfach nur deswegen, dass du jetzt mal was hast, mit dem du anfangen kannst. Ich habe auch hier niedergeschrieben als super Tipp, nutz nachher Procon, um dir eine Konfiguration zu erstellen. Das ist viel einfacher, dort können wir es zusammenklicken und müssen uns hier nicht die ganzen Parameter jetzt aus dem Internet rausziehen. Deswegen gehen wir hin, kopieren einfach das hier kurz ab, fügen das hier ein. Und ersetzen hier einfach das super sichere Passwort gegen ein wirklich sicheres Passwort, was ihr jetzt hier festlegen könnt. Fürs Tutorial lasse ich das Ganze jetzt mal. Mein Server ist eh nicht von außen erreichbar, deswegen kommt keiner auf den RCON-Port. Aber das, was wir hier festlegen, ist eben das Passwort für den RCON-Port, womit wir eben den Server komplett von außen steuern können. Also legt hier am besten ein sicheres Passwort an, sonst kommt da jeder drauf und kann Kacke bauen. Wir speichern das Ganze ab, also STRG X mit Y bestätigen und Enter. Als nächstes editieren wir die Map-Liste. Dort tragen wir jetzt alle Maps ein, die gespielt werden sollen. Also öffnen wir die mal mit dem Editor Nano wieder und gehen auch hierhin einfach das mal, was funktioniert und nehmen hier einfach mal mein Beispiel. Ich habe jetzt hier ein paar Maps reingepackt, die dann gestartet werden, wenn der Server zum ersten Mal hochfährt. Und wir können dann im Nachgang über Procon zum Beispiel unsere Map-Liste besser bearbeiten, schön im Bund mit besserer Beschreibung und mit besserer Erklärung, welchen Spielmodus wir denn gerne hätten. Deswegen zum Anfang einfach für Setup mal kurz abkopieren, dann haben wir was, womit wir arbeiten können. Wir fügen das Ganze hier ein, zur kurzen Erklärung. Wir haben hier den Map-Namen, wie er eben in den Spielverzeichnissen selber heißt. Also so heißt er wirklich im Spiel drin. Der eigentliche Name davon, was im Spiel angezeigt wird, das ist eben nur ein hübscher Overlay-Name. Der hat nichts mit den Spieldaten zu tun. Ist zwar ein bisschen scheiße zum es einstellen, aber na gut. Dann haben wir hier den Spielmodus, ganz einfach Team Deathmatch. Und hier, wie viele Runden gespielt werden, hier jetzt eben 2. Wir speichern die Datei ab und machen weiter. Als nächstes müssen wir einen einfachen Startbefehl für unseren Server anfertigen, damit wir den einfacher starten und stoppen können. Dazu gehen wir hin und legen uns einfach hier im Woo-Verzeichnis eine neue Datei an, die wir zum Beispiel mal Start-Server1 nennen. Also kopieren wir das Ganze, schicken das ab und befüllen die Datei hier jetzt mit ein bisschen Inhalt. Der Inhalt ist dieser. Wir kopieren das Ganze und fügen das hier ein. Zur Erklärung, wir öffnen hier Wine. Wir starten dann,
Woo.com, das ja eben entpackt wurde von dem Woo-Zip. Das ist eben der Woo-Client an sich. Wir geben hier den Pfad zu dem Battlefield 3 Spieleverzeichnis an, hier eben BF3. Deswegen haben wir auch vorhin den Ordner BF3 angelegt und dort eben all unsere Spieldaten reingeladen. Wir starten dann eine Serverinstanz mit winpath, bla bla bla, und gehen hier ins Woo-Verzeichnis mit Instance. Hier drin liegt unsere Serverkonfiguration. Habt ihr einen anderen Ordner angelegt für eure Serverkonfiguration oder den anders benannt, dann müsst ihr jetzt das hier eben anpassen. Als nächstes starten wir den Server. Wir starten ihn dediziert und geben folgende Ports an, womit er laufen soll. Der Standard-Spiel-Server-Port hört eben auf alle IP-Adressen, die angebunden sind. Standardgemäß könnt ihr das so lassen, es sei denn, ihr wollt es auf eine fix vorgeben. Wenn ihr nicht wisst, was ihr tun sollt, lasst das einfach so, dann passt das. Und wir geben dann hier den Port 25.200 an. Das ist eben mal der Standardport für einen Server. Ihr könnt ihn gerne editieren, wenn ihr möchtet. Dieser Port muss schlussendlich auch in der Firewall nachher freigeschaltet sein. Darüber verbinden dann sich die Spieler mit dem Server. Dann haben wir den mHarmony Port. Das ist momentan standardgemäß der Port 7948. Darüber verbindet sich dann eben der Server selber mit dem Woo-Netzwerk und tauscht dort eben Daten aus, dass unser Server beispielsweise im Serverbrowser drin steht. Und zu guter Letzt haben wir hier den Remote Admin Port. Dieser ist standardgemäß eben auf dem Port 47200. Darüber können wir nachher unseren Server kontrollieren, wenn wir diesen Port eben auch in der Firewall nachher freischalten. Der Game Server hier läuft eben bei mir lokal im Netz, deswegen kann ich hier lokal im Netz auch sicher auf den Server zugreifen. Ihr müsst eben überlegen, ob ihr diesen Port freigeben möchtet. Mein Tipp von mir, wenn ihr nachher Procon noch verwenden möchtet, um den Server zu kontrollieren, dann gebt den Port einfach nicht in der Firewall frei und installiert einfach Procon hier auf eurem Server selber nochmal drauf. Der connectet sich dann lokal eben direkt auf diesen Port und dann braucht er eben die Firewall nicht dafür. Wenn ihr aber Procon von einem externen Server aus auf den Server drauf lassen wollt, dann müsst ihr hier den Port ebenfalls freigeben. Wir speichern dann die Datei ab. Also STRG X, Y bestätigen, Enter, wunderbar. Als nächstes müssen wir noch die Datei ausführbar machen, sonst läuft das nicht. Also chmod plus x, dann der Pfad zur Datei, einfügen, zack, erstellt. So, als nächstes müssen wir unseren Server-Key, was wir ganz am Anfang runtergeladen haben, in den Instance-Ordner reinladen von unserem Server, den wir eben eingerichtet haben. Das können wir jetzt noch kurz machen. Wir gehen mal kurz hin, starten FileZilla, schalten uns auf unseren Server auf. Und dann sind wir hier eben aufgeschaltet. Wir haben hier den Woo-Ordner. Dort gehen wir rein, haben dann hier den Instance-Ordner und kopieren einfach hier in diesen Ordner rein nun unsere Server.key-Datei. Die haben wir ja im Download-Ordner. Da, genau. Die ziehe ich einfach kurz rüber. Zack. Ist er drüben. So. Und damit wäre unser Server nun eingerichtet. Wir können ihn nun starten, indem wir einfach die Datei einmal ausführen. Also unsere Startdatei hier. Dann geht es einen kleinen Moment und der Server sollte eigentlich nun gestartet werden. Er wird beim ersten Startvorgang auch gucken, hat er Updates, wird die runterladen, aktivieren, wird sich selber von den Spieldaten her noch aktivieren. Und wir sehen dann auch alles, was er tut. Hat jetzt hier eben den ganzen Server initialisiert und geladen. Er verbindet sich hier über die Ports und so weiter und so fort. Hat hier eben noch nach Updates geguckt. Alles wunderbar. Und dann sollte er sich eigentlich nun erfolgreich starten können. Genau. Zum Schluss sollte dann hier zu erkennen sein, der Server ist noch accepting connections. Also man kann jetzt auf dem Server beitreten. Das klappt aber dann eben nur, wenn wir auch in der Firewall dann dementsprechend die Ports freigeschaltet haben. Damit haben wir eigentlich den Server auch erfolgreich eingerichtet und er läuft nun. Wenn ihr möchtet, könnt ihr jetzt den Server einfach mit zum Beispiel Screen starten, damit er im Hintergrund weiterläuft, oder ihn als Service einrichten. Das ist euch überlassen, wie ihr es machen möchtet. Hier schreibe ich euch nichts vor. Ihr könnt aber immerhin so jetzt einen Battlefield 3 Dedicated Server mit dem Woo-Mod auf eurem Linux-Server in Betrieb nehmen. Einfach zur Vervollständigung, weil ich es eben im Windows-Tutorial auch gezeigt habe. Ich beende jetzt kurz mal den Server wieder mit STRG C. Wir können zurückgehen in den Woo-Ordner. So, hier im Woo-Ordner haben wir eben diesen Instanz-Ordner. Wir können jetzt einfach hingehen und eine weitere Instanz erstellen, indem wir einfach den zum Beispiel gesamten Ordner nehmen und kopieren. Wir nennen den einfach dann Instanz 2. Wir sollten das rekursiv machen mit cp-r, dann funktioniert das besser. So, und dann müssen wir einfach nur noch in den Ordner reingehen
und dementsprechend einmal den Server-Key hier austauschen und im Ordner Admin dann dementsprechend hier die Konfiguration gegebenenfalls noch ein bisschen editieren. Wir legen dann einfach eine zweite Startdatei dementsprechend an, wo wir dann eben auf die Instance 2 Ordnerdaten dann verweisen. Und dann können wir schon einen zweiten Dedicated Server auf unserem Hauptserver hier starten. Bedenkt aber dabei, ihr braucht dann halt dementsprechend wieder mehr RAM, weil eine weitere Instanz dann dementsprechend gestartet wird. Damit wünsche ich euch viel Spaß mit eurem Dedicated Server zu Battlefield 3 und dem WuMod. Wenn noch Fragen da sind, gibt es unten die Videokommentare. Wenn ihr Probleme bei der Installation und dem allgemeinen Betrieb des Servers habt, dann wendet euch im WU-Forum an die Community. Die kann euch dort definitiv besser helfen und die haben vielleicht die ein oder anderen besseren Tricks auf Lager anstatt meine Wenigkeit. Deswegen am besten dort mal vorbeigucken. Ich habe selbst dort auch ein paar Fragen gestellt, um eben Probleme zu beheben. Die werdet ihr dann dementsprechend auch vielleicht mal finden und vielleicht helfen sie euch und ihr könnt dann dementsprechend den Server in Betrieb nehmen. Bis dahin, wenn das Video gefallen hat, Däumchen nach oben drücken, Abo hinterlassen, dann verpasst ihr keine weiteren Videos mehr. Empfehlt natürlich das Video an eure Freunde weiter, wenn die auch einen Server einrichten möchten. Und in einem weiteren Video zeige ich euch dann, wie ihr Procon auf eurem Linux-Server installieren könnt. Das ist nämlich auch so eine Bastellösung. Bis dahin, viel Spaß beim Zocken und haut rein.